Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh! Wer wohnt denn da an der Nacht? Ja, vom Intro her, glaube ich, weiß es nun jeder, was ich spiele. Und zwar SpongeBob Schaumstoff Schlacht mit Robotten, mein neues Let's Play, das ich bis jetzt noch nie zu 100% durchgespielt habe. Ein schönes Kindheitsspiel, sage ich mal. Und, ich würde sagen, das spielen wir jetzt alle mal gemeinsam. Es ist mir vollkommen egal, ob ihr jetzt sofort wieder wegschaltet und keinen Bock auf dieses Projekt habt oder nicht. Ich spiele es für mich selbst und ein bisschen Spaß auf meinem Kanal muss halt eben sein. Ein paar Leute wissen sowieso, dass ich, ja, mehr oder weniger SpongeBob-Fan bin. Besonders von den, guten The Free Jesser, also Alex und Justin, Mr. Nightmare LP, bei denen ich in den Videos immer dabei war, habe ich immer so ein paar kleine Scherze mit denen über SpongeBob gemacht, aber jetzt, das muss jetzt einfach sein, das muss jetzt einfach hier rein, auf meinen Kanal. Neues Spiel, würde ich sagen, und dann geht es auch los. Das Gute dran ist, hier ist alles auf Deutsch, wie ihr hört. PlayStation 2, ich habe mir runtergeladen, weil ich nur die GameCube-Version und die ist Englisch. Und ich glaube, Englisch will niemand hören, besonders nicht, wie ich übersetze. Und was gibt es hier in dem tollen PlayStation 2-Emulator? Ja, ich weiß, Emulator mag ich nicht, aber muss halt sein, muss halt sein. Gut, ich würde sagen, wir legen sofort los und, deutsches Intro, wir kommen. Willkommen im Bikini Bottom, in einer normalen, friedlichen Unterwasserstadt. Heute wird sie zum Schauplatz puren Schreckens, bei dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielen wird. Heute ist der Tag. Ich habe einen genialen Plan geschmiedet, um endlich das Krabbenburger-Rezept zu stehlen. Und wenn dabei Bikini Bottom zerstört wird, umso besser. Mit meinem brandneuen Duplikatotron 3000 werde ich eine Roboterarmee klonen, die unter meinem Befehl stehen wird. Ich werfe noch mal einen letzten Blick auf meine Checkliste. Mal sehen, ist Plankton ein Genie? Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Aktiviere die Maschine. Willkommen, meine unterwürfige Roboterarmee. Moment noch, ich will ein Foto für mein Fotoalbum. Hey, hallo, was macht ihr denn da? Nein, halt! Ich bin doch euer Meister, ich habe euch erschaffen! Nein, nein! Oh, mein gutes Personal! Ein weiterer schöner Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur verwechsle ich immer die Roboter mit den Rennpferden. Wäre es nicht toll, wenn wir richtige Roboter hätten, Patrick? Ich würde meinen Robo Junior nennen. Oder Zorlon. Oder vielleicht Frankie. Ja, diese unechten Roboter werden langsam langweilig. Hey, was ist, wenn ich die Roboter hier reinstecke? Wie muschelig von dir. Das ist keine normale Muschel. Das ist meine magische Wunschmuschel. Wow, das ist ja toll, Patrick. So, ich lege jetzt die Spielzeugroboter in die Muschel. Okay. Dann sagen wir die magischen Zauberworte und schütteln die magische Wunschmuschel. Okay. Dann gehen wir schlafen und morgen früh haben wir richtige Roboter zum Spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht die magischen Zauberworte sagen? Das hast du schon. Okay, ist das magische Zauberwort? Eigentlich war es Alakazama, Albala, Wisniav, Tikitin, Fusselrak, Rotlibitz von Wittlislautzer, aber ich konnte es mir nie merken. Und das funktioniert? Natürlich. Letzte Woche hatte ich einen großen Keks und richtig Hunger. Also habe ich meinen Keks in die magische Wunschmuschel getan, die magischen Zauberworte gesagt und sie geschüttelt. Und am nächsten Morgen hatte ich viele kleine Kekskrümel. Ich verkünde, dass morgen der beste Tag aller Zeiten sein wird, Patrick. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick.
am nächsten Morgen. Mit Robotern spielen, mit Robotern spielen, mit Robotern spielen, mit Robotern spielen. Wow! Gary, warst du das? Ja, und dann geht's ins Abenteuer. Ja, Gary. Scheint so, als ob wir in der Patsche sitzen. Ich glaube, ich muss noch eine Menge lernen, um das hier in Ordnung zu bringen. Was für eine tolle Idee. Auf diesen Schildern stehen wichtige Hinweise, die mir helfen werden. Wie lese ich diese Schilder? Oh, okay. Ich muss diese Taste drücken, um die Schilder zu lesen. Also wenn ich zurückkomme und mit dir sprechen möchte, muss ich bei dir diese Taste drücken. Ich sollte mich nun aufmachen, Gary. Ich denke, es wird heute ein sehr langer Tag. So, wir müssen SpongeBobs Haus erkunden. Einige Räume, aber nicht wirklich originalgetreu. Ich könnte mal sagen, was für ein Raum fehlt. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ein Raum fehlt, weil das Haus ist auf jeden Fall größer. Ja, wir spielen SpongeBob. Wir können das hier. Wir können das hier. Und wir können mit unserem Seifenblasenteil hier umherschlagen. Wir können Doppelsprung, Einfachsprung und wir können Fernsehen. Die neuesten Nachrichten. Bikini Bottom wurde von einem Haufen randalierender Roboter ins Chaos gestürzt. So viel zum Thema, es in aller Stille wieder in Ordnung zu bringen. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer die Schuld an diesem Roboter-Desaster trägt. Aber sie haben uns versichert, dass sich diese Person in großen, sehr großen Schwierigkeiten befindet. Der arme Patrick. Sagte ich Schwierigkeiten? Ich meinte in so enormen, mit nichts zu vergleichenden Schwierigkeiten. Wir werden Sie über diese Katastrophe auf dem Laufenden halten. Das wird ja ein langer Tag. Naja, gucken wir mal in die Küche, oder? Das ist die Küche. Ein Zettel von Mr. Krabs. Und er riecht nach Schweiß, genau wie er. Ahoi, SpongeBob. Als ein verantwortungsvolles Crewmitglied der Großen Krabbe wurdest du, befördert, um nach glänzenden Objekten zu suchen. Wow, eine Beförderung! Genau, eine Beförderung. Sie bedeutet, dass du die glänzenden Objekte, die die Roboter zurücklassen, aufsammelst und zu mir bringst. Vergeude also keine Zeit und fang mit dem Sammeln an. Ja, tolle Beförderung. Wir können für Mr. Krabs wieder die ganze Schrottarbeit machen. Goldene Teilchen einsammeln hier, ne, wie ihr sehen könnt. Was wir auch gleich mal... Den Raum habe ich noch nie gefunden. Wow. Ich habe einen neuen Raum gefunden, weil ich mich nie richtig umgesehen habe. Naja, vielleicht kommen einigen Leuten ja ein paar Objekte hier bekannt vor. Dieses Objekt zum Beispiel. Ich weiß nicht aus welcher Folge, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Naja. Auf jeden Fall, wir haben genug Shiny Objects in Englisch, in Deutsch weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall können wir jetzt hier rein. Ching. Leider nichts für den Mr. Krabs. Ich sollte ein wenig auf dem Bett herumspringen, ja klar, ne? Ja, ich weiß, wie man springt. Ich brauche die Infoschilder nicht durchlesen. Erklärt sich von selbst, besonders weil ich mich davor sowieso eingespielt habe. Ja, diese Idee ist total toll. Dies ist eine Unterhose von SpongeBob. Verliert jedes Mal eine Unterhose, wenn er von einem Roboter oder einem gefährlichen Gegenstand getroffen wird. Wie diesem hier. Das ist ein Safe. Sobald SpongeBob all seine Unterhosen verloren hat, muss er diesen Level erneut beginnen. SpongeBob kann Unterhosen zurückbekommen, wenn er zusätzliche Unterhosen auf seinem Weg einsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen. Es gibt aber goldene Unterhosen im Bikini-Bottom versteckt, die im Bikini-Bottom versteckt sind. Solltest du welche finden, kann SpongeBob mehr als 3 Unterhosen auf einmal tragen. Du kannst prüfen, wie viele Unterhosen SpongeBob trägt, indem du R2 drückst. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Okay. Ich fühle mich wie ein neuer Weiter geht's. Was haben wir hier? Du kannst SpongeBob bla bla bla, das wissen wir. So. Wir können nämlich die Teile hier zerstören, ja, ich weiß. Es ist so schwer, mit den Dingen hier zuzuschlagen. Spring bitte und danke. Hopp. Yay. Das Beste, ich habe sowieso einen PS3-Controller. Ist eh fast das gleiche wie PS2. Und aus dem Grund lässt sich das auch einfach spielen für mich. Yay, alle freuen sich. So, dann können wir hier mal den Hebel aktivieren. Yay. Mehr glänzende Objekte, das macht so Spaß, die zu sammeln.
3D-Nebel. Flupp. Yay, das sind einiges an glänzenden Objekten. Wow, mehr als ich sonst für meinen Proberun hatte, bei den Emulator-Test. Ja, toll, toll, toll. Ich muss dich nach da drüben schieben, denn da gibt es schon eine Belohnung. Zwar keinen goldenen Pfannenwender, wie uns gesagt wurde, die wir sammeln müssen, aber eine Socke. Für was diese gut ist, erfahren wir später. Aber jetzt müssen wir sie erstmal bekommen. Hopp. Patrick wird froh sein, die wieder zu haben. Ja, wir haben schon gehört, Patrick wird froh sein, die wieder zu haben. Ja, und wir sind froh, wenn wir sie los haben. Wer weiß, wie die stinkt. Naja, auf jeden Fall, war's das? Das war's, gut. Wir bezahlen 50 und kommen hier rein. Dies ist ein goldene Pfannenwender werden benötigt, um Gebiet der Bikini-Botten freizuschalten. Schwarzschwung muss so viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quallen der bösen Roboter zu finden und zu besiegen. Damit haben wir unseren ersten. Wir freuen uns. Ein Keks. Gut, damit werden wir in SpongeBobs Haus, glaube ich, sogar fertig und verlassen es. Ja. Ah, es gibt nichts Schöneres als die Geräusche der Nachbarschaft. Geh weg, SpongeBob. Du störst mich beim Denken. Ich finde, SpongeBob hat eine nette Nachbarschaft. Versuchst du wieder das Rezept für die Krabbenburger zu stehlen, Plankton? Damit kommst du nicht durch. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss einen Weg finden, den Abfalleimer von den Robotern zurückzuerobern. Woher kamen sie? Woher? Nun, keine Ahnung. Jedenfalls nicht von mir, das ist sicher. Sie erschienen ganz plötzlich und fingen an, mich zu beschimpfen und mit Sachen zu werfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich liebte sie wie meine Kinder. Oh. Das ist ja furchtbar. Wirst du mir helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch meine Gabeln verbiegen? Nein, na klar. Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich. Aber halt. Ich muss ja noch goldene Pfannenwender einsammeln. Goldene Pfannenwender, ja? SpongeBob, wenn du mich zurück zum Abfalleimer bringst, gebe ich dir einen Eimer voll goldener Pfannenwender. In deinen Träumen. Gut, abgemacht. Das SpongeBob hat nicht gehört, wie er das sagt, so ganz leise. Mensch. Ja, auf jeden Fall, sind wir jetzt draußen vom Bikini-Botten. Und ja, wir können hier, Shiny Objects weiter einsammeln und vielleicht hat schon jemand drauf geachtet. Auf Thaddeus Haus befindet sich etwas, das wir haben wollen. Und deswegen werden wir auch. Scheiße. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dich mit allen Mitteln zu unterstützen. Wer kennt den Typen noch, Leute? Lubberfreund. Du wirst neue Seifenblasen-Moves lernen müssen, um zur 9. Dimension zu gelangen und den riesigen Affenmann zu besiegen. Donkey Kong? Aber, ich muss doch nur wissen, wie ich diese Roboter außer Gefecht setzen kann. Oh, nun, entschuldige, ich war wohl zu lange in der Seifenflasche. Wo waren wir? Du sagtest etwas über neue Seifenblasen-Moves. Richtig! Drücke diese Taste und du beförderst dich mit Seifenblasenpower in die Luft. Damit zerstörst du alles, was sich über dir befindet. Versuche es! Danke, wäre ich nie drauf gekommen. Kannst du dich auch da oben festhalten? Herr SpongeBob? Das ist ein Kinderspiel, die sollen Kinder da draus spielen. Naja. Wenn das nicht mal ich weiß. Naja, egal. So. Ein paar goldene Objekte einsammeln. So, hier wäre der erste. Das erste Arealende. Quallen sind böse. Merke es dir. Hier geht's zu Gulagun. Cool. Aber mit 10. Wir haben erst einen.
So, ich sammle gerade nur noch ein bisschen Shiny Objects und mache den Nebenstory fertig. Das wird heute ein etwas längerer Part, der erste. Aber egal. Egal wen ist das nicht egal. So. Patrick! Hey Patrick! Schöne Socke! Welche Socke? Auf der du draufstehst. Oh, diese da. Ich habe sie verloren. Gut gemacht. Nun, wenn du diese Socke verloren hast, wo sind dann die anderen? Ich habe mehr verloren. Roboter haben mir meine gesamte Sockensammlung gestohlen. Hilfst du mir, sie wiederzufinden? Andere Leute sammeln Briefmarken, andere Spiele, andere keine Ahnung was. Er sammelt Socken. WTF? Aber natürlich, Patrick. Wozu sind denn beste Freunde da? Danke, SpongeBob. Für 10 Socken bekommst du jeweils eine goldene Socke von mir. Meintest du nicht Pfannenwender? Gesundheit. Ja. Wieder etwas für Patrick gefunden. So, und das letzte noch? Ist da oben auf unserem Haus irgendwas? Das sieht doch so aus. SpongeBob, durch diese Roboterkrise verdiene ich kein Geld mehr. Kein Geld bedeutet keine krosse Krabbe mehr. Keine krosse Krabbe bedeutet kein Burgerbraten mehr für dich. Nie mehr Burgerbraten. Aber weil du ein so guter Arbeiter bist, werde ich dir helfen und natürlich noch einen Profit daraus schlagen. Ich tausche goldene Pfannenwender gegen einige dieser glänzenden Das würden sie tun? Scheiße, naja, egal. Aber selbstverständlich. Außerdem sind diese glänzenden Objekte eine ganze Menge Geld wert. Du hast nicht genug glänzende Objekte, Mignon. Glaubst du, ich habe nur Luft im Hirn? Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Komm zurück, wenn du genügend von den glänzenden Objekten hast. Like a paper zockt, würde ich sagen. So, muss es sein. Und damit verabschiede ich mich vom ersten Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute. Und tschüss.